Zweikampfsofa. Wir spielen zusammen. Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa. Wir spielen Dead Space 3. Warum? Das musst du jetzt beantworten. Warum? Ja, auch das musst du beantworten. Ich will echt gerne mal zum Lager kommen hier. Ich kann hier jetzt mal aufnehmen. Du hast schon Lagerkoller oder was? Ich hab schon Lagerkoller. Ich muss hier mal ein Lager. Was macht eigentlich mal hier ständig? Ich schätze Gegner. Ich hab jetzt schon Angst. Wir müssen da natürlich runter, ne? Ist klar. Und sobald wir die Treppe runtergehen, das ist ein riesiger Raum, habe ich Angst. Die Tür ist zu. Was ist das für ein Geräusch? Oh oh. Das ist ein Bot. Wow. Ein alter Sucherbot. Oh. Könnte noch nützlich sein. Cool. Ich habe einen Sucherbot. Das ist jetzt eine Waffe geworden oder was? Drücke zum Ausrüsten nach oben. Halte LT gedrückt und folge dem Radar. Das machen wir jetzt aber nicht, oder? Müssen wir machen. Und was macht das? Es leuchtet grün. Ich habe keine Ahnung. Mit dem Sucherbot kannst du, das habe ich gelesen. Halt! Der Bot sucht Ressourcen und bringt sie zur Bank. Genau. Also abfeuern. Wie eine Waffe. Nee, er packt ihn in einen. Nee, das ist los. Jetzt kauf ich das weg. Hä? Der ist selbstständig. Wieso kann ich ihn nicht wieder aufnehmen? Ja, weil er jetzt losgeht. Der macht das selber. Der sucht jetzt ich hab ihn doch aber nichts angepinkt, wo er hingeht. Der rennt da auch gar nicht los. Der steht einfach nur so rum, der blöde Wichser da. Scheiß Roboter! Der schafft doch nichts. Der rennt doch einfach nur so schwul da rum. Guck ihn dir an. Wieso haben wir eigentlich den Fahrstuhl, sag mal? Ich hab den Fahrstuhl entdeckt. Wahrscheinlich habe ich es jetzt verkackt und jetzt ist der Sucherbot, den sind wir wieder los. Ja, aber ich habe jetzt noch einen. Ich habe noch einen. Ja, aber wie kriege ich den wieder an meinen Arm? Hallo? Der in der Bank, wenn er bei der Bank angekommen ist. Der sucht jetzt Ressourcen für dich und bringt sie zur Bank. Also nicht auf die Bank, sondern auf die zum Bergbank. Der bringt die Ressourcen zur Werkbank. Genau. Aha. Hast du gesehen, dass hier oben auf den Kisten, da oben auch schon wieder, da, Ressourcen rumliegen? Ja, ich habe schon eine runtergeholt, allerdings. Du hast ja einen runtergeholt? Ich habe mir einen runtergeholt. Ah, hier, da, genau. Okay. Wie lange auch? Ich habe auch zwei hier runtergeholt. Mal gucken, ob wir noch irgendwo anders was finden. Da, was ist denn das da hinten? Nee, das ist nix. Das ist nicht fies, da kann ich. Oben. Da oben. Oh. Wo ist das? Bei mich. Altmetall. Ich könnte Wolfram gebrauchen. Wolfram. Wolfram, hörst du mich? Wolfram, hörst du mich? Das kennt aber, glaube ich, niemand, weil das, glaube ich, bei uns ein Lokalsender mal ein Song war, ne? Und es war nicht deutschlandweit. Echt? Weißt du, was das ist hier? Das ist eine Marke? Bestimmt. Ey, Alter. Angst. Ich will hier lang nicht lang gehen. Apropos, wir müssen... Da, wo ich gehe, genau. Ja. Genau. Geh mal vor. Klar, ich muss immer vor. Nein, ich gehe. Oh, Speicher. Ah, es geht doch nicht wieder. Mein Sucherbot hat sich gerade verabschiedet. Treffer. Da was töten, wenn es an dir vorbeiläuft. Habe ich gemacht. War das gut so? Noch einer. Ah, hinter uns. Es ist ein Tentakel-Dingsbums, was keine Arme hat. Das ist doch kacke. Es ist auf jeden Fall tot. Alter. Ich höre noch eins. Da hinten. Wo ist da hinten? Er schießt. Da spare ich mir die Moon, weil ich gerade nachladen musste. Oh. Was war das für ein Geräusch? Das hat nur gemacht. Das sind die bösen kleinen Aliens. Oh. So, keine Ahnung. Wie heißt das? Um mal runter einen runterzuholen? Frau, Mann, Porno, Heft, Hand. Mal runter so. Gibt es nicht so ein Mittel, was einem alles scheißegal werden lässt? Holzhammer?
Hast du es gehört? Ja. Oh, du hast ihn. Ja, puh. Geil, meine sekundäre Waffe ist so ein Ding, das die Leute umwirft. Das ist natürlich bei den Typen ja sehr geil gewesen, weil der explodiert, wenn man ihn anschießt. Das ist ja super, danke nett. Super, danke nett. Super, danke nett. Was ist das denn eigentlich hier, was hier rumliegt? Kann ich das aufnehmen? So ein Dorn ist das. Dorn hier, komm her. Tödliche Waffe. Alter, du bist nicht mal bei mir, ne? Du stehst mal wieder irgendwo und guckst dir die Gegend an. Ich komm gerade die Treppe hoch. Ich hab einen Dauer mitgenommen. Dieser Space-Tourismus, immer alles angucken. Space-Tourismus, hier liegt noch so ein Ding, guck mal. Das ist das Ding, was du da eben hochge... Oh, hier, pass auf, hinter mir, war klar. Ey, cooler Schuss. Hinter uns? Nein. Noch ein Ding. Wichser. Oh. Also, eigentlich kann man ja schon wissen, dass es das passiert. Ne? Als ich das Fenster da gesehen habe, ich habe gesagt, da kommt gleich einer raus und im Moment sprang er auch schon. Es ist Klassik. Es ist so klar. Ja, aber das Problem ist, da können noch immer wieder welche kommen. Oh, ich bin voll. Fuck. Mal reloaden. Nee, ich werde nicht voll. Da drüben ist auch noch so ein... Das ist schon offen. Ja, deswegen. Hinter dir ist ein... Ja, guck mal hier, das ist ein großes Loch im Raum hier. Ja, das zählt nicht. Aber guck mal, hier könnten die auch total viele Sachen ablegen und wir sehen das nicht, ne? Schon fies, ne? Oh, da hinten können so eine Kiste hinlegen oder so. Keiner hat's gesehen, ey. Oh, ja, ey, und? Ihr Magen. Ja, und? Was interessiert dich, die Kiste? Musst du jede Kiste im Spiel mitnehmen? Ja. Ah, ach so. Apropos, das ist eine. Oh. Hast du irgendwie Flammenwerfer mit? Nee. Die werden vor allem auch größer. Quick-Time-Event für Viecher abzuschütteln. Die kann ich zertreten, das geht. Okay. Hast du auch welche auf dem Rücken gehabt? Nein. Ich aber, für den kleinen Popel. Und dann? Quicktime oder was? Ja, musst du irgendwie A drücken. A oder schnell A drücken. Oder schnell A. A oder schnell A. Drücken Sie A oder die schnell A-Taste. Oh. Ein Textlog. Achtung, meine super Vorlesefähigkeit. Wie A-U-I-A-U-I. Also, der, was ist das? Lieutenant, glaube ich, Charles Zelowski, Sam, bla, das musst du dir ansehen. Hab dieses Bild von Tim Kaufman vom Planeten bekommen. Ferkel. Porno, Bilder vom Planeten. Ist es das, was ich denke? Was denkst du dir eigentlich? Der Captain wird ausflippen, wenn sie rauskriegt, dass du einfach geheime Infos verbreitest, bla bla. Glaubst du, das ist der Grund, warum sie uns alle hierher brachten? Ja, bestimmt, wenn du so ein Planetenporno drehst, ey. Planetenporno? What the fuck ist ein Planetenporno? Ja, wenn die Planeten kopulieren, weißt du? Oha. Ein kopulierender Planet. Drehmanschettenmodul, ein Hydraulikantrieb. Ja, ich habe ein Hydraulikantrieb. Ein Suchrobot ist zurückgekehrt. Mein Kumpel. Dein Kumpel, ja. Siehst du die ganzen Dinger, die jetzt gerade reinknallen? Oh, ja. Mein Kumpel. Genau. So, kann ich den... Wie schicke ich den nochmal los? Du musst in die Hand nehmen und wieder irgendwie dahin ziehen, wo auch Sachen liegen. Dann läuft er los. Oh Gottchen. Ja, so ist das. Okay. Was will ich? Upgrades. Also diese Waffe macht keinen Schaden. Leg den grundlegenden Protiertür für den unteren Tool fest. Was ist denn? Was ist das für was heißt das? Was? Wie Clip. Schaden. Clipgröße. Das ist das dritte. Tempo. Ja. Was ist das zweite? Nachladen. NLD. Nachladen, okay. Weil ich lade total langsam nach, das siehst du da ja, auch. Ja, bei mir auch, ja. Na, hallo, Nachladen ist bei dir mit 100 Punkten voll und bei mir sind 2. Ja, nochmal ja, so. Guck mal den Schaden an. 2. Mein oberes Tool macht Schaden Bums. Ach so. Verstehst? Jetzt habe ich so ein Drehmanschettenmodul gefunden. Nee, Hydraulikantrieb war das. Hydraulikantrieb, der macht wesentlich mehr Schaden. Großes Clip, Tempo,
ist auch irgendwie, keine Ahnung, kostet jetzt irgendwie Ressourcen, wenn ich das hier einbaue? Nee, ne? Ach, was hast du auch gehabt, glaube ich, ne? So ein Drehding? Wii, 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 wii. Ich habe keine Drehdinger. Drehdinger habe ich. Ich könnte auch ein neues herstellen. Das da meinst du? Ja, genau. Das ist der Hydraulikantrieb, genau. Den habe ich auch gerade eingebaut. Aber ich habe auch die Standardspitze habe ich aber immer noch, weil ich keine andere herstellen kann. Ja. Und was macht dein Tesla-Kern hier? Plasma-Kern. Der Tesla-Kern so rum? Der Tesla-Kern so rum, genau. Schwerer Standardrahmen. Ein kompakter Standardrahmen, aha. Ich hab nix. Neues herstellen kann ich auch nicht. Was kann ich hier machen? Gar nichts. Cool, ich kann Stasepacks auch herstellen. Ja, das finde ich auch cool, ja. So, eins gemacht und fertig, haben wir schon aus. Brauche Wolfram. Immer noch! Bastel, bastel. Klicker, klacker, klucker. Jetzt wird meine sekundäre Waffe etwas anderes sein als vorher. Jetzt muss ich mal ausprobieren. So, fertig. Fertig oh, werden. Oh, nee, 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 das, wieder, das ist scheiße. Hä? Hä? Was? Das ist eine Nahkampfwaffe, die ich gebaut habe. Ja, cool. Dann sehe ich dich jetzt vorne. Muss ich nicht immer erst als erster durchgehen, oder? Ich will keine Nahkampfwaffe haben. Ich will dieses Schussding haben. Moment. Ah. Wenn Smirk einen Shop findet. Liebe Leute, es tut mir wirklich leid. Wir können mal eben über das Wetter reden. Oder was habt ihr heute so erlebt? Weil das könnte jetzt, ihr könntet auch Herr der Ringe lesen. Alle drei Bände in der Zeit. Das ist nicht nett. Und ich meine nicht die Taschenbuchausgabe. Ich meine die Geschenke. Das dauert doch ewig, bis du da fertig bist. Wenn du einen Shop findest, dann guck hier, guck da. Und es gibt nicht die eine ultimative Waffe. Also doch, hau weg da. Sie. Nein. Doch. Du schaffst sowieso nichts, egal welche Waffe du hast. Also, ist doch scheißegal, was du da baust. Das ist auch wieder recht scheiße. Ich bin so gemein. Oh. Was denn? Oh, da, bei der Waffe macht sich die Feuerrate total bemerkbar. Dieses Dit-Dit-Dit-Dit oder was? Ja. Warum muss das so dunkel sein, Onkel? Warum muss die Tür schon quietschen, bevor ich da überhaupt was gemacht habe? Ach, die Scheiße. Der lebt immer noch. Treff ihn nochmal. Ich arbeite daran. Ja, ich auch. Das war ja ganz einfach. Guck mal, gar nichts passiert heute. Alter. Ja, es tut mir leid, dass wir in der Sekunde immer nichts sagen. Wir sind auch so, so geflasht. Dass, oh, es das ist so... Das Sprachzentrum wird einfach auf. Oh, ich habe jetzt drei Slots. Guck mal, den Suchrobot da oben. Ah, jetzt. Oh, und wie will ich ihn aus? Der Suchrobot bleibt einfach auch immer da. Das kannst du nicht abwählen. Kundschaft. Ja, ich kann gar nicht. Ich setze den scheiß Superbot ab, geil. Es gibt Wichtiges, glaub ich das. Ey, ich hab schon wieder so ein Viech am Rücken hier, die kleinen Scheißerlinge. Scheißer, was? Scheißerlinge. Scheißerlinge. Okay. Moment, meine Waffe ist Nahkampf geworden, nicht mal stoßen. Ach, das muss ich mir merken jetzt hier, ey. So, hier sind Schränke, wo man. Oh, hier ein neuer Chip. Nachladen plus eins. Der Sucherbot ist wieder unterwegs, kann das sein? Jo. Ja, wenn ich ihn habe, nutze ich ihn jetzt auch. Mal gucken, was er so schafft. Wie macht man das hier mit dem Wählen? Pff, du, ich gehe in eine Richtung und sage, hau ab, du alte Säge. Dann suchst du mal. Wenn man nur geht. Oh shit! Kannst du auf mich warten? Shit! Oder? Hinter uns, na toll, ey. Nein, er lädt nach. Ich hab. Ich kann dir nicht helfen in der Phase. Ne?
Reload. Oh. Wow, ja, das war ja Alter, warum, ey? Der ist denn zur Seite gesprungen, als ich ihm Stase geben wollte, ey, Alter. Weil er es kann. Was ist das eigentlich hier? Das war es bei mir, ja. Wow. Da, achso, das ist mein Sucherbot. Hier ist der Bahndienst. Ich hab's, Was war das? Meine Waffe braucht doch immer so lange für irgendwas, ey. Oh. Für irgendwas? Für irgendwas. Hast du aktiviert? Ja, okay. Eine Seilwinde, geil. Also, das ist alles. Ich war doch ein Geräusch. Lass mich durch. Bitte melden Sie sich bei Cargo Operations, um das Hindernis zu beseitigen. Hindernis? Das wird kein gutes Hindernis sein, das sage ich dir so. Leute, irgendwas blockiert das Bahnsystem. Cargo Ops sollte in der Nähe sein. Man kann die Schienen von dort aus sehen. Danke, Bug. Sieh mir das mal an. Danke, Bug. Hast du ja die Tür hier mit aufgemacht oder was? Warum leuchtet das hier rot? Es ist grün, nicht rot, aber. Habe ich das rot? Habe ich rot gesagt? Ja. Aber es ist egal. Ach, macht nichts. Ich bin ja Kummer gewöhnt mit dir, insofern. Ja, grün, rot, rechts, ja, links, böse, gute. Du schießt mir in den Rücken oder irgendwas. Oh, 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 oh. Oh, oh, kleiner Arschkrampf. Nein, ich wollte die Waffe wechseln. Wo denn? Ja. Ja, die Waffe ist wichtig, glaube ich, ne? Wie viel Schuss hast du in dem Ding? 20, ne? Warte. 40. Ich muss noch mal zur Werkbank. Ja, erstmal leuchtbräuchte Wolfram. Was ist er denn für einer? Ey, ich werde angegriffen. Kannst du mal irgendwas tun? Irgendwas machen? Irgendwie. Ey. Ich habe gerade irgendwas am Hacken hier. Der lässt die kleinen Dinger los hier raus. Gibt's ja auch, ist ja schon tot. Nee, gut doch, ne? Ey! Oh! Okay, reinrennen war keine gute Idee, ich bin tot. Hat er dir den Kopf abgerissen? Er hat mir den Kopf abgerissen. Ich dachte, ich habe doch auch so eine Nahkampfwaffe, ich probiere das mal, aber wenn man rankommt, ist man, glaube ich, Snoop und weggesloopt. Alter. Ja, hier ist nichts mehr, also. Ich nehme nochmal. Ey, kannst du die kleinen Dinger abschießen, während ich mich um das Ding kümmere? Achso, wo ist denn das kleine Ding? Ja, wenn er sabbert, dann kommen da mal die kleinen Dinger raus. Die kleinen Dinger. Er zum Beispiel, siehst du? Du sollst dich um die. Nee, er hört nicht. Warum rede ich eigentlich mit dir? Ja, kleine Ding weg. Ja, das ist ein Blitzstrahl, kann das sein? Ja. Das hast du also noch nie benutzt, ne? Gibt's doch, habe ich schon ein paar Mal benutzt, ne? Ist das Munitionsgrab oder ist das Munitionsgrab? Keine Ahnung. Was mache ich mit dem? Ich habe keine Munition gleich mehr. Ist ja ein anderes Treffen oder so? Schießt die Arme ab, die da auch rauskommen, aber. Hä? Stasis und weiterlaufen? Wie wär's damit? Ja, genau. Keine Chance. Nicht, er lässt sich nicht beeindrucken dadurch. Stasis. Das interessiert ihn nicht. Munitionsgrab nach wie vor oder was? Was wird das denn? Hä? Da kommen so Tentakel raus, okay, die mache ich weg und dann? Und dann? Anders als meine. Nein. Ja, aber ganz ehrlich, es bringt ja nichts. Ich meine. Wir müssen da lang. Das ist deutlich. Geht nicht. Er ist tot. Alter, Munitionsgrab oder Munitionsgrab? Hast du das gerade aufgenommen, was ich rangezogen habe? Munitionsgrab oder Munitionsgrab? Alter, was war das denn, ey? Ich brauch.
Ich guck noch mal, ob nicht irgendwo noch was war. Ich brauch Sachen. Ich brauch Dinge. Ich brauch sie. Ich brauch's. Gib's mir. Beruhig dich, heißt das hier. Er zibbelt bei mir. Er zibbelt. Ich hab Angst. Alter, er zibbelt. Hör auf zu zibbeln, du Zimmel. Die Prügel ihn zu Tode, zu Matsch und Brei. Alter. Aber was bringt das? Also ich bin jetzt mit Moon wahrscheinlich nicht mehr so gesegnet. Das war nämlich, naja, zwei Packs. Wir können ja wieder zurück. Nö. Das rennen wir ja nur hin und her und kommen wieder. Der lebt wahrscheinlich wieder, wenn wir da ankommen. Ja, wahrscheinlich. Oder gleich um die Ecke ist wieder eine neue Werkbank. Boah. Eine Wirkbank. Was ist denn gerade? Das ist eine Pistole, oder? Ja. Oh, ey. Die Waffen sind alle so. Sehen sie ähnlich aus. Ah, cool. Ah, Werkbank, siehst du? Muss das so leuchten? Hier ist irgendwas zum Aufnehmen hier. Achtung! Hey, Commander. Bist du da? Wenn es um die Cryokisten geht, dann vergiss es. Cryokisten? Okay, ich sehe das Problem jetzt. Jemand hat einen Haufen Frachtstücke auf den Schienen vergessen. Kannst du sie wegräumen? Sollte ich schaffen. Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der 8. Sektion. Oh, cool. Wir haben ihn noch nicht aktiviert. Ich würde gerne mal den... Ein kompaktes, gerichtetes Elektro-irgendwas. Hast du aufgesammelt? Oder? Nee, hast du aufgesammelt. Ja. Ja, da war irgendwie... Lach das rum. Dumm rum. Was ist das hier? Ein was? Kompaktes, gerichtetes... Ich lese gerade Erektion. Nein, Ejektion. Ja, es liest sich leider nicht so, wie man eigentlich denkt. Ja. Und neue Platinen. Plus 1 Nachladen, plus 1 Schaden. Geil. Und mein Suchrobot ist zurückgekehrt. Und er hat ein bisschen was gefunden. Mit Recht. Oh, hier liegt noch was rum. So, dann gehen wir mal in die Schuppe, ne? Noch eine Platine. Noch eine Platine. Cool. Na toll. Erektionsfeld plus 1 Schaden. Wo sind die Platinen? Platinen. Wolfram 10. Juhu, ich brauche 20. Scheiße. So, was haben wir? Nachladen kann ich schneller machen und Schaden hinzufügen. Das ist unglaublich. Kann man die auch wieder rausnehmen oder sind die dann weg? Ja, kannst du rein und wieder rausnehmen, ja. Das geht? Ja. Hab ich schon gemacht. Ich möchte das auch freischalten. Du hast 4 Slots mehr, ey. Das ist so kacke, ey. Nur weil ich es kann im Zweifelsfall. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber ich brauche keine Munition für meine Nahkampfwaffe. Das ist doch Quark. Das geht gar nicht. Mein Hydraulikantrieb. Wieso hast du auch einen Hydraulikantrieb? Das heißt, du hast auch so einen Nahkampf an Schaden. Hallo? Ich höre dir gerade nicht zu. Merkst du das? Kaum aufgefallen. Ja, genau. Ich nehme wieder einen Plasmakern dazu. Das ist besser. Munitionssammler. Schwerer Standardrahmen. Bastelt der da rum? Ich war noch nicht fertig. Schaden und Nachladen. Ja, kann ich schaden. Ich war noch nicht fertig. So, und der hier kriegt auch nochmal Schaden dazu. Jawohl. Und dann nochmal einen Clip. Geil. Feuerrate. Jetzt habe ich nichts mehr. Verdammte Axt. Schaden. So, ich habe jetzt meinen Cutter nochmal gepimpt auf Schaden und ein bisschen schneller nachladen. Du hast einen Doppelchip aufgenommen, ne? Die ja. Besonders viel wert, ja. Natürlich, weil die noch 2 Effekte haben. Ja, den habe ich in meinen Cutter gepackt. Der habe Cutter, einfach gesagt, Schaden und nachladen. Ja, der... Schaden, nachladen. Feuerrad. Oh, du hast das untere auch schon gepimpt. Krasser Scheiß, ey. Ja, aber ich habe dann 2 Slots oben. So, Feuerrate. Bei dem oberen ist... Also mein Cutter braucht eine Feuerrate. Der macht nämlich so Pim. Wart, Pim. Wart. Also Nachladen mache ich jetzt 3-mal so schnell wie vorher und Schaden mache ich 2-mal mehr. Das ist pervers. Und einmal Feuerrad in den Cutter, der ist ja langsam. Deswegen. Ja, habe ich auch gerade gesagt, dass der Cutter langsam ist, aber du hörst mir nicht zu! Nö, nie, warum auch? Du erzählst ja nichts Wichtiges. So, und da hier habe ich Feuerrate, Schaden und eine Clipgröße für die schnelle Wumme, auf die du so neidisch bist. Aber das Ding macht überhaupt keinen Schaden. Ich könnte eine einfache Strahlenkanone bauen. Ist das nicht toll? Ansonsten kann ich nichts bauen.
Nix. Das ist meine erste Waffe, genau. Standardspitzen hier, ich darf keine Spitzen bauen, ne? Totaler Scheiß hier, ey. Brauchst immer Wolfram dazu, ey. Das ist so Mist. Na gut. Meine Pistole muss ich noch. Hast du deine Pistole auch ausgebaut? Was für eine Pistole? Du hast zwei Waffen. Ja, aber es ist keine Pistole. Okay, Entschuldigung, ich bin hier derjenige, der hier eine Pistole hat. Du hast ja, das hatte ich dir erzählt. Das hast du wohl nicht gehört. Die bitte? Ja. Richtig. Stase ist wichtig. Braucht man? So, und wenn ich den Suchrobot jetzt einfach hier absetze, findet er auch was? Ich weiß nicht. Ja, du hast immer so ein Radar und du musst das in die Richtung des Radars absetzen. Vor allem, wo habe ich ihn denn eigentlich? Ja, genau, ich wollte gerade sagen, da. So, hier bin ich fertig. Da mache ich nichts dran. Die Frage ist, geht der auch durch Türen durch? Also, wenn ich ihn jetzt einmal in die Richtung absetze, weißt du nicht, ne? Ich werde es dir nicht sagen. Was macht eigentlich das kompakte gerichtete Erektionsfeld? Produziert einen leistungsstarken Revolver. Ich wollte dich schießen, verdammt. Revolver. Dann nehme ich den Plasmakern jetzt raus. Eine Spitze hier. Hatten wir das schon gehört? Was? Das da. Was nicht? Ja, wie? Hey, Commander. Bist du da? Wenn es um die Cryokisten geht, dann vergiss es. Cryokisten? Ja, haben wir schon gehört. Das sind und man kann es nicht stoppen. Sie frieren unten auf dem Planeten Soldaten ein und lagern sie in unserem Frachtraum. Okay. Was soll das? Du kannst nicht drüber reden. Valerie, du schuldest mir vergessen? Hey, ich weiß auch nicht viel mehr als du. Diese Ausgrabungsteams schicken sie in dieses keine Arbeit. Ich habe ein schönes Textblock gefunden. Naja. Kannst du mal nochmal im Lesen lernen. Lesen. Ich könnte das vorlesen, aber es war langweilig. Persönliches Log Lieutenant Cattle. Die Kolonien sind im Krieg und wir schicken wegen ein paar komischer Felsen eine komplette Flotte ins Nirgendwo. Wonach suchen wir eigentlich? Nach einer Geheimwaffe? Tag für Tag schicken sie uns seltsames Zeug vom Planeten hoch. Artefakte, biologische Proben und tote Soldaten. Ich bin's leid, dass einem keiner was sagt und es wird Zeit für ein Gespräch mit... Dietz. Ich musste scrollen. Ey, warte mal, hab ich hier Pläne gefunden oder was? Aber guck mal, was das alles kostet, ey. Hier, wie 2000 irgendwas Halbleiter oder sowas. Hallo? Ja, das macht ja nichts. Das, die Frage ist, wie, da unten ist noch ein Persönlichkeitspack und ein Kapazitätsupgrade. Wie mache ich das? Ich komme da nicht hin, also ich kann da nicht navigieren. Digital. Ja, digitaler geht's nicht. Digitales. Weil war, glaube ich, was anderes, oder? Ja, egal. So. Wir werden mal sehen. Wo denn? Hier leuchtet's. Da. An der Bank angedockt steht da gerade. Hätte ich irgendwie abholen müssen oder so? Nein. Der läuft erst rum. Das ist meiner. Also. Aber er ist weg. Ey, meiner ist noch an der Bank. Der Drecksack hat sich nicht mitgenommen hier. Hey, hallo? Kommst du bitte mit? Er ist doch zurückgekehrt. Hätte es nicht vom Polma sagen können, der kleine Mann? Nee, ist ja jetzt erst zurückgekehrt. Alter. Kleiner Drecksack. So, bevor du drauf drückst, das machen wir in der nächsten Folge. Aktiviert. Nicht jetzt. Das sieht cool aus. Ich bleib ja dabei, die Grafik finde ich echt. Ja, auch keine Frage, alles gut. Ja, toll, ne? Die Lampe leuchtet, wenn ich da. Aber richtig ja. Helle, ne? Cool. Ja, das projiziert ja, das ist dann so ein Beamer, ist das ja. Ein Beamer? Ein Beamer, der auf diese komische Fläche. Beam me up, Scotty. So, Leute, das war das Zweikampfsofa mit. Das hier dürft ihr nicht vergessen. Also, falls ihr noch nicht das irgendwie geklickt habt, so unter dem Video, dann, ne? Ganz wichtig. Okay. Ganz wichtig. Ja, bis zum nächsten Mal zu Dead Space 3.